Ey, was wollt ihr denn hier? Ey, was soll denn das? Ich war gerade beschäftigt. Ich habe die Bibel gelesen. Klar, ich will nicht gestört werden. Oh, es kommt der. Na, hallo, wie geht es dir, du Idiot? Ja, und? Ich raff das nicht. Was denn? Was glotzt du so? Jetzt geh doch. Nerv mich nicht. Ich habe gerade die Bibel gelesen. Hast du gerade gesagt, ich bin ein Idiot? Ja, hab ich. Das ist echt fies. Jeder sagt, ich bin ein Idiot. Nur weil meine Eltern Geschwister waren, heißt das noch was? Ja, meine Eltern waren Geschwister und jeder sagt, ich bin dumm, aber ich bin nicht dumm. Ich bin wirklich sehr nett. Ja, man kann mit mir wirklich reden. Und ja, ich bin sehr, sehr einfühlsam. Was? Und nett. Wirklich? Ja, wirklich sehr, sehr, sehr nett. Oh je. Ja. Oh mein Gott, mir nervt. Was? Nee. Geht nach Hause. Danke, schöne Bierchen. Ja, ich bin den Wagen. Ja, meine Eltern waren Geschwister. Mein Vater war gleichzeitig mein Vater und mein Onkel. Und meine Mutter war gleichzeitig meine Mutter und meine Tante. Ja, das ist wirklich sehr verwirrend. Und ich hab... Ja, ah, warte mal. Ja, hallo. Ja, ich hab hallo. Gesehen. Ja. Ja. Oh, wie cool. Was wollen die von mir? Ach. Hey, warte, ich muss dir noch was sagen. Was, dass du schwul bist? Ah, nein. Ich bin auch nicht schwul. Ja, ich auch nicht. Warte mal, hast du irgendwas gegen Schwule? Nein, aber ich wollte noch sagen... Hey, einer von meinen Verwandten war schwul, ja? Ich weiß nicht mehr, ich glaube mein Onkel. Nein, warte, mein Vater, nein. Wirklich? Ja, also hör auf, Schwule zu beleidigen. Ja, hör auf damit. Na gut. Geh nach Hause. Geh jetzt. Geh! Geh sofort. Ich kann ja, aber ich will nicht nach Hause. Doch, du gehst jetzt nach Hause. Jetzt geh ich. So, ich geh aber nach du Hause. Bist schon nach zu Hause. Was halt die Klappe, warum verfolgst du mich?